Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Die Setup-Quest kennt vermutlich jeder von euch. Das bodenlose Schrotflintengemetzel von Customs, das uns mit diesem Vibe und den Änderungen von der Quest-Reihenfolge her aber doch früher peinigt als sonst. Und da ich diesen Vibe durch meine OP eh schon etwas hinterherhänke, durfte ich mir die Quest also schön im Mid-Vibe geben. Was es natürlich nicht einfacher macht. Und in diesem Video nehme ich euch einmal mit in einige Momente meines Leidenswegs bei dieser Quest, die ich vor meiner OP begonnen hatte. Da lag aber auch noch Schnee in Tarkov, also nicht wundern beim ersten Clip. Und den ich danach meiner OP fortführte, bis endlich auch der 15. fucking Kill geschafft war. Und Setup-Quest hin oder her, egal wie nervig diese Quest ist, jeden Vibe führt die Quest aber auch zu spannenden und lustigen Momenten, die man oft auch gerne in Erinnerung behält oder hier zu diesem Video führen. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, die sind extracted. Entweder einer hat sich hingeschmissen oder du hast ihn. Nee, der erste hat sich hingeschmissen und dann noch geschossen. Ach man, scheiße. Oh, fuck. Ich stand da zu zweit, dass die nicht gestorben sind, ey. Da merkst du wieder. Ja. Ich habe die Rüstung wahrscheinlich getroffen und da geht halt meine tolle Muni nicht durch. Wo war jetzt noch was los? Ich habe gerade noch Schüsse gehört. Irgendwas schießt auf mich. Oh, okay. Ah, ich bin auch gleich tot.
fuck. Der Typ hat aber auch ausgehalten. Mein Gott, das ist der, der außen rumgerannt. Wie viel der abge... Also, diese Munition ist der Rotz, sobald die auch noch ein bisschen Rüstung tragen. Schade, ey. Ich dachte voll... Ich hab ihn noch gekriegt! Ich hab den einen noch gekillt, ja. Das waren drei, nicht zwei. Ihr kleinen Pisser. Lasst mich doch mit meiner scheiß Schrotze da rumlaufen. Hätte er mich nicht angeschossen, wäre ich dran vorbeigerannt. Aber nein, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meiner heftig gemoddeten Schrotflinte und einer Skaffweste. Viel Spaß damit. Wir haben Topspawn. Ach du heilige Scheiße. Okay, Topspawn ist aber an sich auch nicht so schlimm. Wir könnten gleich gucken, ob wir Leute abfangen, die auch Richtung wollen. Das heißt, wir rennen hier erstmal weiter. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich fände es cool, wenn die Scavs jetzt einfach hier hochkommen würden, kurz. So, perfekt abgewartet, bis er nicht mehr volle Schuss hatte. Fick dich einfach. So macht man das. So. Mit der Shotgun und der Weste? Und der hat keinen Rucksack dabei. Dein Ernst? Dann hat von euch einen Rucksack? Yes. So. Rick. Da ist hier rein. Also es ist fast, als wäre es nie weg gewesen, das Grün, ne? Muss man ja auch irgendwie ganz ehrlich sagen. Irgendwie ist es ein bisschen komisch, aber man fühlt sich trotzdem wieder sehr vertraut. Wer mit Bau? Gegrillt fängt die Stimmung an. Frisch gegrillt, guck mich kost, da will jeder gleich ran. Bratmax schmeckt, ob groß oder klein. Ne? Unsere Bratwurst muss Bratmaxe von Maika sein. Ich weiß nicht, warum ich gerade auf die Titelmelodie von Bratmaxe komme, aber irgendwie geht sie mir was im Kopf rum. Wir haben einen Spawn. Und der Spawn ist spawnig.
Nicht so dumm. Was ist denn da drüben los? Jetzt ist da drüben ein Spieler und meiner ist nicht mehr hier, oder was? Da ist er. Also der Spieler hängt hier, glaube ich, hier oben, oder? Das ist das Gap. Drei Leute waren da. Aber einen habe ich. Scheiße. Sind drei. Einer kam noch von links. Ey, wir haben einen Kill gemacht. Was soll ich machen? Die Quest muss irgendwann vorbei sein. Scheiße. So, wir rennen hier nach hinten. Falls jemand hier rüberkommen möchte. Ich glaube nicht, dass von da drüben jemand kommt. Glaube ich echt nicht. Also die könnten jetzt da drüben rüberrennen. Wenn sie das tun. Das interessiert mich aber nicht. Die kriege ich nicht aus der Entfernung. Das heißt, wenn mich einer umbringt von hinten, ist das so. Wichtig ist für uns diese Position hier. Sobald er anfängt, auf dem Holz zu rennen, müssen wir ihn beschießen und dann hoffen, dass auch ohne unser Mündungsfeuerdämpfer die Knifte so akkurat schießt, dass wir ihn wenigstens töten können. Schon wieder drei. Also dreien haben wir wieder gekriegt, glaube ich. Was? No kill? Oh man, ich dachte, das wäre der Kill gewesen, ey. Ist egal, wir probieren es wieder. Spieler. Okay. Komm mal näher. Der wollte von derselben Seite kommen, von der ich gekommen bin. Zombies, herzlich willkommen! Welcome. So, oh guck mal hier. Eine tolle Maske auf. Da. Kann ich leider nicht aufsetzen, aber er bringt mir... Oh, Level 9. Rest in peace, my friend. Oh, er hat dieselben Kopfhörer nochmal gelootet. Deine Waffe kannst du wieder haben. Deine Armor auch. Kopfhörer nehme ich mit, die benutze ich nämlich selber ganz gerne. Hab mir so gedacht, läufst du stylisch raus. Mhm. Hier, weißt du was? Was? Bus Richtung. Ja, hör ich. Der hat L weggeschossen. Ja, ja. Ist gleich um die Ecke. Psst, beweg dich nicht so laut, ich höre alles von dir. Sorry. Hast du ihn getötet? Ja. Nice. War das der Spieler, der wir ihm gehört haben? Einer davon. Ich glaube, der links. Ich könnte noch am Leben sein. Irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was gehört habe. Links? Im L? Ja, ja. Ja, warte, dann renne ich das L hinten rum ab. Falls er hier über die Außenseite versucht zu kommen. Ich hab mir gesagt, dass ich was gehört hätte. Ich guck nach. Er ist in der Werkstatt. Meinst du? Ne, da hat Vlado ihn gerade erschossen, als er in die Werkstatt rein wollte. Oder meinst du der... Er kam raus. Okay. Werkstatt doch. Ich höre ihn. Ist Werkstatt? Ja, ja.
Da krieg, die waren zu zweit. Wie kriege ich den am besten jetzt hier links hinten an der Werkstatt lang, ne? Die, wo der rauskam, da höre ich irgendwas noch drin. War ein leichtes Sound, aber... Ich habe meinen Rucksack hier vorne hingelegt. Ich nade kurz da rein. Ja. Ja, irgendeine leichte Bewegung gehört. Angucken und alles mögliche höre ich richtig krass von dir, ne? Hier ist ein toter Scav. Ja, ich glaube, ich habe ihn gehört. Und auf der anderen Seite, ne? Wir sind wohl hier rechts, ne? Oder unten am Fahrzeug. Ja. Ich bin tot! Ach, Mann! Meine... Der ist hinten jetzt. Was hat er denn an? Boah, Alter, sehr gut gemacht. Das war schon einfach schlecht von mir, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich habe mich, während ich geschossen habe, habe ich mich auch geärgert, dass ich mich nochmal hingehockt habe. Obwohl ich wissen musste, dass er die Schrotze einklappt, wenn ich das tue. Man weiß es besser, man handelt trotzdem falsch. Ich glaube, du wartest doch. Wo war das? Das war hier wieder. Die rote Halle. Ja, ne? Ja. Ach, come on. Die Frage ist bloß, wo würde er wahrscheinlich lang gehen? Geht er links rüber oder geht er hinten rüber? Er rennt hier noch auf dem Platz rum. Hab ihn. Sorry. Oh, jetzt... Nein, alles gut. Ich bin gerade nochmal auf die Schießtaste gekommen, hab mir erschrocken. Bitte sei kein Low Level, bitte nicht. 25, gut. Ah, der hat die panische Quest gemacht. Sehr schön. Oh, geile Nummer. Vom eigenen Schuss in die Hose gemacht. Ja, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Ey, er hat einen Level 35er hier irgendwo gekillt. Der hat noch einen erschossen. Junge, die haben sich hier drüben weggeknallt. Okay. Ich denke, ja, drei Spieler waren hier unterwegs. Dann wissen wir Bescheid, warum die dann die ganze Zeit Dauerfeuer-Abenteuer gespielt haben. Er denkt sich gerade selbst so, schön die Fights gewonnen gegen zwei Leute, richtig gut, kann jetzt endlich abhauen, will seinen wohlverdienten Kram mit rübernehmen und ich stehe da, ich hocke da im scheiß Busch und knick den nieder. Es ist halt so böse. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist einfach böse. Ich lauf mal mittig rüber, ne? Über die Brücke? Nee, über die Mittelpassage. Achso. Da oben ist das Gap. Im Wald, ne? Ja. Der hat mich letztes Mal angebrüllt, wo ich da kurz stand. Ne, es ist ein Spieler. Ja? Ja, es ist ein Spieler. Auf der Straße? Er kommt. Zwei Stück. Braucht gleich deine Hilfe. Mal, du schweigen. Der sieht mich nicht. Rennt er wieder zurück? Ich weiß es nicht. Ich habe nur Blindfeuer gemacht. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich kein Holz gehört, dass er rübergelaufen ist wieder. Ich schmeiß so eine Handgranate dahin. Da bist du.
Wer ist mittig? Also, nicht. Weißt du, was ich meine? Alter! Das war nicht meine. Das war nicht meine. Das war, doch. Das war meine. Hab ich die Beine? Der hat auch die Setup-Mission. Der ist ja im Busch jetzt, ne? Ja. Der geht hier nicht nochmal lang, glaube ich. Hinter mir ist was? Ah, ne, du. Was? Ne, hinter dir ist ein Busch. Das ist Spielerscape. Was ich? Ja. Ich laufe wieder nach hinten und mittig durch und dann gehe ich auf den Baustelle. Hier rennt was bei mir. Fuck. Ja, kommt über die Straße rüber. Dann ist das eher ne? Ja. Ja, er kommt. Er ist oben hinten. Er will zu seinem Buddy. Ja, genau. Er und er hat einen One-Tap. Er hat mich. Der Spawn ist nicht optimal. Wir müssen wieder essen und trinken. Hier liegt nichts Besonderes rum, habe ich das Gefühl. Wir gehen mal hinten rum und gucken, ob wir da kurz einen Spieler kriegen. Den wir beim Crackhaus abfangen können. Vor mir ist was? Scheiße, ich glaube, der hat mich mitbekommen. Ah, die sind jetzt, glaube ich, im Crackhaus drin. Und kurz warten, bis sie vorbeikommen? Hat er jetzt gerade einen Scav erschossen? Die Schüsse kamen aus der Richtung. Da war er doch. Schade. Die waren zu zweit. Oder die haben gegeneinander gefightet am Anfang. Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Setup-Quest. Fertig. Reicht auch wieder bis zum nächsten Wipe. Zeige euch, wie es ist. Eine Kack-Questo.